Frau Präsidentin, meine lieben Kollegen, es ist sicher nur ein Zufall, dass dieses Gesetz ausgerechnet an meinem Geburtstag beschlossen werden soll. Gell? Aber ich gebe zu, dass ich mich freue. Und Hans, du hast das zusammen mit Philipp Murmann in großer Herzlichkeit und Beharrlichkeit im Finanzausschuss vorangetragen. Also herzlichen Dank an alle unsere Finanzer. Herr Binding, Sie waren mit genauso solcher Entschlossenheit dabei. Sonst wäre es uns nicht gelungen, gell? Also in nobler Beiläufigkeit hat Herr Gamke angesprochen, dass die Europataglichkeit ein bisschen spröde zu behandeln sei, gell? Ich freue mich, dass Sie seit 4 Jahren dran arbeiten. Wir haben es vor 12 Jahren schon mal versucht, gell? Da hatten wir auch eine prachtvolle große Koalition, mit der wir alle glücklich waren. Steinbrück war Finanzminister. Wir haben das Morag geschrieben. Jeder sagte uns, einschließlich des Finanzministers, Europafest, Europafest. An Europa ist es gescheitert. Jetzt haben wir mit Hilfe von Michael Meister, von Helge Braun, von den Staatssekretären des Finanzministeriums die Sache so hingekriegt, dass uns die Leute sagen, das müsste stehen und darauf bauen wir. Da haben wir einige Sachen, die wir in ein paar Jahren anschauen werden, 2, 3 Jahren, dann evaluieren wir die Sache mit dem Geschäftsbetrieb. Gut, der Begriff ist zum Glück ziemlich vage, gell? Aber da haben wir bei jungen Unternehmen Dynamiken, die nicht ganz leicht juristisch einzufangen sind. Aber die Juristen unterstützen uns und damit wird die Weisheit zugehen. Dass diese Sache wirklich hier dauerhaft grundsätzlich ist, haben die USA vorgemacht. Die größten Firmen der Welt sind hier jung, vielleicht 20 Jahre alt, manche noch jünger. Google, Facebook, Microsoft ist wenig älter. Sie können sie durchdeklinieren. Das waren alle Start-ups. Und diese Start-ups sind jetzt nicht hier plötzlich entstanden, weil die Zeit reif war, sondern es war hier der Erfolg einer langjährigen Arbeit an einer enormen Innovationskultur, die in den USA entstanden ist, seitdem die damals 1958 war es, die SBICs gegründet haben, die Small Business Investment Corporations. Und das Ding hat sich entwickelt. Dann hat man flankierend die Kapitalertragssteuer, die Capital Gains Tax halbiert. Und die Sache blühte und gedieh. Und inzwischen haben wir in 2100 Fonds investiert, 166.000 Investments durchgezogen. Das heißt also, inzwischen haben wir da eine breite Dynamik und da sind es nur einige, die dann durchgebrochen sind und so erfolgreich gewesen sind. Und genau diese Landschaft brauchen wir für die nächste Runde unserer Arbeit auch. Und wenn Sie heute übers MIT-Campus gehen, da sitzen die jungen Leute an einem schönen Sommertag und die quatschen dann hier natürlich auch die Jungs über die Mädchen und die Mädchen über die Jungs, aber die quatschen auch über die Ideen, die sie haben, um mal reich zu werden, gell? Und einige werden reich. Und wenn die reich werden, ist es ungemein anregend für die anderen. Wenn wir an einigen Stellen dann wirklich den Durchbruch haben und vorzeigen können, was geschehen ist, wird die Welt anders. Also aus dem Spurinstitut der Mitte der 80er Jahre hier in Berlin 2, 3 Gründer rauskamen, haben die Kollegen gelächelt. Ein sicheres Beamtenverhältnis und der Mensch gründet. Die waren erfolgreich. Plötzlich hatten wir innerhalb weniger Jahre 1,5 Dutzend Gründungen, die fröhlich im Markt sich bewegt haben. Und dieses jetzt wieder hinzukriegen, das wird die große Aufgabe sein. Wir haben, es wäre jetzt faszinierend, wenn Sie mir noch eine Viertelstunde geben, Frau Präsidentin, werde ich das im Einzelnen erläutern, zu zeigen, wie wir seit dem Programm 1982 technisch orientierte Unternehmensgründung BTU, BJTU, der Staat hat sich immer weiter zurückgezogen. Der hat Gründerzentren gegründet, Technologieparks. Es ist da schon eine prachtvolle Landschaft, denn schon bis der neue Markt hier funktioniert hat und von der Börse eingerichtet wurde. Und dann platzte die Blase. Und seitdem sind die Leute ein bisschen deprimiert, gell?
aus einer Depression entsteht wenig Dynamik. Und da wieder jetzt einen Schwung zu setzen, der Staat hat geholfen mit großen Fonds, EIF, RRP, mit KfW-Fonds, der hat geholfen mit Exist und der Hightech-Gründerfonds, wunderbare Sachen, alle in Ordnung. Aber damit hat man hier die Zukunft hier nicht gekriegt. Das entsteht aus Wagniskapitalgesellschaften, die über eigenes Geld kämpfen mit einer Innovationskraft und Entschlossenheit, die ein Beamter nicht immer aufbringen sollte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute ein großes Gesetz und ich sehe mit Zuversicht, dass es auf große Zustimmung stößt, gell? Dann wird die nächste Runde hier besser sein, denn wir haben noch einiges vor uns. Der Wolfgang Schäuble, der Bundesfinanzminister, als ein ungemein dynamischer, innovationsfreudiger Finanzminister, hat uns angekündigt, 10 Milliarden Growth Fund in den nächsten 10 Jahren. Das ist schon mal ganz beachtlich. Denn manche kriegen wir hoch bis auf einen Firmenwert von vielleicht 20 Millionen, aber dann fehlt's. Und hier kommen wir jetzt mit beachtlichen Beträgen. Ich bin voller Dankbarkeit und Bewunderung für den Finanzminister. Wir haben auch kleine Sachen, gell? Die Umsatzsteuer auf der Management-Fee, das ist eine Zehnerpotenz kleiner als das, was wir heute beschließen. Aber ein Riesenhebel, weil das direkt an die Kasse der Leute geht, gell? Wenn es etwas, wenn jemand die Wahl hat, hier zu gründen und erfolgreich zu sein oder in Luxemburg und dafür 20% mehr verdient, dann ist es eine große Versuchung. Wir müssen uns schauen, ob wir hier die Transparenz der Vermögensverwaltung noch mal gesetzlich regeln. Wir haben also noch einige schöne Punkte. Aber heute freuen wir uns dran, dass uns hier etwas gelingt. Ein dicker Schritt mit einer breiten Unterstützung dieses dynamischen Parlaments. Auch der Herr Gamka hat nur höflichkeitshalber dagegen gestimmt oder sich enthalten. Und was daraus entsteht, ist, dass ein bisschen mehr Luft ist für die Leute, die was selber machen wollen, die nicht versessen drauf sind, 38 Stunden in der Woche zu arbeiten, sondern entschlossen sind, erfolgreich zu sein. Und die stolze und demütige Aufgabe eines Abgeordneten ist, dafür zu arbeiten, dass andere glücklich und erfolgreich sind, ohne Rücksicht auf unsere 38-Stunden-Woche. Vielen Dank. Wir kommen dann.